Und damit hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 5. Wie auch schon beim Vorgänger und bei diversen anderen Spielen wollen wir uns in diesem Video hier einem Thema widmen, was in der Regel hauptsächlich immer PC-Spieler interessiert. Und zwar die Menüs, die Menüführung und natürlich im Speziellen die Einstellungsmöglichkeiten, was Grafik etc. betrifft. Und natürlich werden wir uns dann noch einmal kurz anschauen, wie das Ganze bei euch aussehen könnte, da wir einmal alle verschiedenen Grafikeinstellungen hier präsentieren werden. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt einfach dran, denn alles zu diesem Thema zeige ich euch jetzt. Battlefield 5 sieht mal wieder absolut fantastisch aus in ultra hohen Einstellungen. Natürlich ist das Ganze auch wieder ein ordentlicher Leistungsfresser, was man hier im Hintergrund an den Systemvoraussetzungen schon erkennen kann. An die sollte man sich auch so ungefähr halten. Mit den empfohlenen Systemvoraussetzungen und vielleicht so ein bisschen drunter noch, denke ich aber, dass das Spielen auf hohen Details auf jeden Fall möglich sein sollte. Bevor wir allerdings zu den verschiedenen Grafikeinstellungen kommen, schauen wir uns einmal kurz das komplette Menü an. Und da kann man auf jeden Fall sagen, wer Battlefield 1 gespielt hat, der wird sich hier sofort zurechtfinden. Das Ganze ist natürlich Battlefield-mäßig wieder äußerst fummelig gehalten. Aber wie gesagt, wer den Vorgänger gespielt hat, wird sich hier sofort wieder zurechtfinden. Und was man wirklich sagen muss, man kann hier wirklich bis ins Detail alles einstellen, was das Herz begehrt. Das fängt bei der Steuerung an. Da haben wir einmal die Standardkonfiguration. Dann könnt ihr natürlich noch das Gamepad konfigurieren und in den erweiterten Einstellungen natürlich auch noch weiter ins Detail gehen. Passend dazu gibt es dann die Tastenbelegung und hier sieht man auch, ihr könnt wirklich wieder jede Kleinigkeit einstellen. Den Soldaten könnt ihr euch konfigurieren, wie ihr das möchtet. Fahrzeuge könnt ihr separat einstellen. Transporter, Flugzeuge und so weiter lassen sich hier komplett nach dem eigenen Belieben konfigurieren und das war in meinen Augen schon immer eine große Stärke vom Battlefield, dass man sich wirklich die Steuerung so zurecht basteln konnte, wie man das möchte. Und das geht natürlich auch hier wieder. Passend dazu kann man dann natürlich auch im Gameplay-Tab wieder das HUD so anpassen, wie man das gerne möchte. Da sind wirklich alle Kleinigkeiten dabei. Ihr könnt zum Beispiel verbergen, dass die Auszeichnungen aufploppen und so weiter. Ihr könnt euer Fadenkreuz anpassen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt zum Beispiel da die Killfarbe nochmal anders machen. Wenn ihr es zum Beispiel lieber habt, dass euch ein Kill in Blau angezeigt wird, dann ist das möglich. Der Kopftreffer lässt sich dazu separat nochmal einfärben. Also hier kann man wirklich bis ins kleinste Detail alles individualisieren. Auch die Minimap könnt ihr anpassen und im Erweitert-Tab geht das Ganze dann sogar nochmal weiter ins Detail, so dass wirklich jeder sich das Spiel so individualisieren kann, wie er das gerne möchte. Kommen wir nun aber langsam zu den wirklich interessanten Sachen. Einmal natürlich Audio, finde ich, bei einem Spiel wie Battlefield immer besonders wichtig. Auch da könnt ihr natürlich wieder alles Wichtige anpassen. Von der Lautstärke hin zu Untertiteln und so weiter sind hier keine Überraschungen vorhanden. Das ist alles Standard, so wie man es kennt. Aber das ist ja auch gut so. Kommen wir nun aber zum Eingemachten und zu dem, was halt die PC-Spieler ja nun wirklich interessiert. Und zwar den Grafikeinstellungen. Hier hat sich, wie gesagt, zum Vorgänger eigentlich nichts geändert. Da ist alles Wichtige wieder dabei. Auch hier könnt ihr wieder individualisieren, wie ihr wollt, gerade in den erweiterten Einstellungen. Habt ihr da alle Dinge wie Framerate-Begrenzungen und UI-Upscaling am Start und könnt natürlich dann auch noch die Qualität der verschiedenen Grafikbereiche einstellen. Ich für meinen Teil muss allerdings sagen, dass der DirectX 12 Modus bei mir nicht wirklich gut funktioniert und ich habe auch schon von ein, zwei Kollegen gehört, dass die auch mit diesem Modus Probleme haben. Also da würde ich an eurer Stelle schauen, wie das bei euch läuft. Das verursacht wohl zurzeit noch genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich bewirken soll, nämlich eben keinen Leistungspush, sondern radikale Leistungseinbrüche. Aber schauen wir uns nun die Grafik mal in den verschiedenen Einstellungen an. Beginnt hier im Hintergrund einmal mit den ultra hohen Einstellungen und da muss man einfach sagen, sieht das Spiel wirklich absolut genial aus. Hier habt ihr alle möglichen Schatteneffekte, die Texturen sind knackescharf und auch die Blätter am Boden werden hervorragend animiert.
Wenn man nun eine Einstellung runtergeht auf die hohen Einstellungen, sieht man, wie ich finde, gar nicht großartige Unterschiede. Das Spiel sieht immer noch hervorragend aus und man muss einfach sagen, dass dieser eine Schritt runter von Ultra zu Hoch schon einen ordentlichen Leistungsboost gibt. Also falls ihr Probleme auf den ultra hohen Einstellungen habt, dann seid auf jeden Fall nicht zu eitel, auf die hohen Einstellungen runterzugehen. Das Spiel sieht dann immer noch hervorragend aus und läuft auf jeden Fall besser. Auf den mittleren Einstellungen sieht man dann natürlich schon Unterschiede zu den ultra-hohen Einstellungen, aber auch hier sieht das Spiel meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut aus und läuft auch auf etwas älteren Karotten schon ganz gut. Zu guter Letzt gibt es dann natürlich hier noch die niedrigste Einstellung. Im Vergleich zur ultra-hohen sieht man natürlich einen dezenten Unterschied, aber ich finde, auch auf niedrigen Details sieht das Spiel immer noch sehr gut aus und müsste dann auch tatsächlich auf älteren Rechnern einigermaßen gut laufen. Bei mir läuft das Spiel in ultra-hohen Details ohne DirectX 12 absolut stabil. Damit ihr das Ganze mit eurem System vergleichen könnt, setze ich euch mal mein System unten in die Videobeschreibung. Also alles, was ich verbaut habe, haue ich euch da mal rein. Dann könnt ihr das mit eurem System vergleichen, um ungefähr einen Gradmesser zu haben, wie das Spiel bei euch aussehen und laufen könnte. Falls ihr diesbezüglich noch irgendwelche Fragen habt, dann haut mir die gerne in die Kommentare. Ich versuche die da natürlich so gut es geht zu beantworten. Das soll es dann aber auch für dieses Video jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne ein Däumchen dalassen. Und falls ihr auch in Zukunft mit Battlefield 5 und anderem Content versorgt sein wollt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal. Und mir bleibt am Ende nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.